Wozu brauchen Eichhörnchen so einen großen, buschigen Schwanz? Wenn das Eichhörnchen mit den Vorderpfoten ganz weit nach vorne greift, hält es den Schwanz wie ein Gegengewicht ganz nach hinten, damit es nicht nach vorne kippt. Und wenn das Eichhörnchen am Baum herunterklettert, hält es den Schwanz ausgestreckt hinter den Körper, möglichst dicht am Stamm. Und wenn das Eichhörnchen beim Sprung den Schwanz nach unten hält, dann dreht sich sein Körper ein kleines bisschen nach unten. Nicht viel, aber das kann entscheidend für eine gute Landung sein. Der buschige Schwanz beim Eichhörnchen funktioniert wirklich beim Klettern und Springen wie eine Art Luftruder. Der Eichhörnchenschwanz ist also vor allem eine Kletterhilfe. Er macht aber auch Schatten, wenn die Sonne scheint. Und er kann wärmen, wenn es kalt wird. Und Eichhörnchen können sich mit ihrem Schwanz sogar Zeichen geben. Und er sieht auch total toll aus.